Im nächsten Vortrag, der nächste Vortrag ist von Sarah Conrad. Sie ist Doktorandin in der Heidelberg-Universität und sie gibt einen Grundlagenvortrag, wie das Universum funktioniert. Vielen Dank. Yeah, hello everybody. Ja, hallo zusammen. Es freut mich, dass es hier so großes Interesse an der Wissenschaft gibt, in dieser Gemeinschaft. Es freut mich, dass ich hier sein kann und euch erzählen kann, wie man das Universum reverse-engineeren, rückentwickeln kann. Und dazu müssen wir die ganz dunklen Seiten des Universums uns genauer anschauen. Stellt euch vor, ihr seid in einer sehr klaren Nacht draußen, schaut euch die Sterne an, beobachtet die und ihr fragt euch, was ist da alles? Da gibt es all diese kleinen Sterne. Vielleicht habt ihr in eurem Kopf Bilder von farbigen Nebeln und ihr denkt euch, wie weit ist das und woher kommt das alles? Und wie sich die Leute das vorgestellt haben in früheren Zeiten, ist, wie man es hier in der Bildunterschrift sieht, dass die Erde, ein Missionär hatte in dem Mittelalter hatte gedacht, dass er den Punkt gefunden hat, wo sich die Erde und der Himmel berühren, dass er alle Geheimnisse entdeckt hat, wie diese Maschinerie funktioniert und was dahinter sich verbirgt. Heutzutage wissen wir natürlich, dass der Himmel kein Vorhang ist, wo Sterne dahinter sind, sondern dass wir in der Milchstraße leben. Wir wissen, dass die Sonne ein ziemlich durchschnittlicher Stern ist im Vergleich zu allen anderen Sternen, die wir so sehen. Und falls ihr gerade nicht genau wisst, wo wir uns befinden, da auf der Karte habe ich es eingezeichnet. Am Anfang des 20. Jahrhunderts dachten die Leute, dass die Milchstraße das ganze Universum ist, also dass es nicht mehr gibt im Universum, dass alles in unserer eigenen Galaxie sein müsste, alles, was wir sehen am Himmel. Und in der Zwischenzeit wurde diese Ansicht ein bisschen größer, also man sieht zuerst nur die Erde, später unsere Galaxie. Und die Leute haben halt noch weiter geforscht und wie der Rest des Universums funktioniert. Und wie könnten wir ohne Albert Einstein dies machen? Albert Einstein hat die allgemeine Relativitätstheorie entdeckt und das ist die Grundlage für unsere heutige Ansicht, was die Raumzeit genau ist. Jetzt zeige ich euch die komplizierteste Gleichung in diesem Vortrag. Und also das ist eigentlich wirklich eine grundlagewichtige Gleichung. Auf die linke Seite zeigt die Dynamik der Raumzeit. Und diese ist gleich wie die Energie und das Momentum der Materie und Strahlung im Universum. Das heißt, wenn das Universum leer wäre, dann würde nichts passieren, dann wäre die Raumzeit einfach wie sie ist. Sobald dass wir das Universum aber mit Materie und Strahlung füllen, dann wird die Raumzeit nicht mehr sein, wie sie ist, bleiben, wie sie ist. Der Raum kann sich erweitern, kann kleiner werden, Materie wird sich bewegen. Und das klang für die Leute damals natürlich sehr komisch, dass das Universum seine Größe ändern sollte. Die Leute wollten das nicht. Und Albert Einstein hat dann weitere Faktoren in seine Gleichung hinzugefügt. Dieses Lambda, diesen Lambda-Faktor, welcher den Effekt aufhebt, welcher die Gleichung vereinfacht mit dem Materie- und,
und Strahlung. Dieser Faktor war okay, aber es war unbekannt, was er genau bedeutet. Ist es eine unbekannte Energie oder eine Eigenschaft der Raumzeit? Ist es die sogenannte kosmologische Konstante? Dies ist, wie unser aktuelles Verständnis der Raumzeit sich entwickelt hat. Ich habe euch erzählt, damals dachte man, dass das Universum nur aus der Milchstraße besteht, dass man nicht weiter sehen kann. Und heute wissen wir, dass es andere Galaxien gibt, Spiralnebel. Man konnte da keine einzelnen Sterne mehr sehen, nur die Galaxie. Wer das, Henrietta Swan hat, war eine Frau, die im Harvard-Observatorium gearbeitet hat. Und sie hat Sterne in der großen und kleinen Magellanischen Wolke beobachtet und hat festgestellt, dass es da diese kleinen, sehr kleinen Galaxien gibt, welche unsere Galaxie quasi begleiten. Und sie hat dann herausgefunden, dass wir darin auch schon einzelne Sterne sehen und hat diese Sterne beobachtet, zum Beispiel ihre Helligkeit, und hat da festgestellt, dass diese zum Beispiel pulsieren, die werden heller und wieder dunkler. Und sie hat auch festgestellt, dass die, je schneller diese pulsieren, desto heller sind sie auch. Und damit war es zum ersten Mal möglich, die Cepheiden-Variablen, die Cepheiden-Sterne, das sind eben diese helligkeitsverändernden Sterne, zu finden und eine Relation herzustellen zwischen der Pulsierung und der Helligkeit und so auf die Distanz zu schließen. Das ist, was Edwin Hubble tat. Im Andromeda-Nebel, im Triangle-Nebel hat er Cepheiden gefunden und hat daraus versucht, die Distanz zu rechnen. Und er hat gesagt, dass diese Nebel viel weiter weg sein müssten als all die anderen Sterne, die wir sehen. Und da war es zum ersten Mal klar, dass es auch Objekte außerhalb unserer Galaxie geben müsste, welche riesig sind. Und so war unsere Galaxie halt nicht mehr so speziell. Es ist einfach eine Galaxie wie viele anderen. Und es gibt so quasi eine lokale Nachbarschaft. Und ja, da sind wir, falls ihr es gerade nicht gefunden habt. Und die Andromeda-Galaxie, also wir dachten halt zuerst, das ist nur ein Nebel in unserer Galaxie. Und man hat festgestellt, dass diese eigentlich sogar größer ist als unsere eigene Galaxie. Als Physikerin wäre ich nicht zufrieden, wenn ich nur wüsste, dass es das gibt. Ich will wissen, warum es sich bewegt, wie es sich bewegt und so weiter. Und um das herauszufinden, nutzen wir einen anderen Effekt. Diesen kennt ihr wahrscheinlich aus der Akustik, der Doppler-Effekt. Stell dir vor, ihr steht bei der Straße, ein schnelles Auto fährt vorbei. Der Klang dieses Autos, wenn das Auto zu euch hinfährt, ist anders, als wenn es weggeht. Dieses zuerst ist es hoch und dann wird es tiefer. Also ihr seht, es gibt eine Frequenzänderung und diese ist, weil sich das Fahrzeug relativ zu euch bewegt, gibt eine Änderung in der Tonhöhe. Das gibt es auch im Licht. Der Effekt ist derselbe. Und das Licht wird dann quasi auf höhere oder tiefere Frequenzen verschoben. Also wenn ein Objekt euch entgegenkommt, dann erscheint er blauer, als er quasi ist. Und wenn ein Stern von euch wegfliegt, dann erscheint er röter, als er ist. Wir nennen das Rot- oder Blau-Verschiebung. Und damit kann man dann herausfinden, ob der Stern näher kommt oder weiter weggeht.
Wir können nur die Frequenz des Lichtes messen, weil wir nicht wissen, was die wirkliche Farbe des Sterns ist. Und wir nutzen jetzt also Spektrallinien. Spektrallinien sind Fingerabdrücke von individuellen chemischen Elementen. Jedes Element hat eine besondere Spektrallinienverteilung oder Absorptionslinienverteilung. Und wenn man eine bestimmte Konfiguration beobachtet, weiß man, welches Element zu welchem Linie gehört. Und im Prinzip sollten diese Linien immer bei derselben Frequenz sein. Aber wenn sich ein Stern relativ zu uns bewegt, sind die Linien auch rot oder blau verschoben. Das heißt, indem wir das Spektrum von Sternen, die sich bewegen, beobachten, können wir die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, berechnen. Jetzt wissen wir, wie wir Entfernung messen und wie wir Geschwindigkeiten messen im Universum. Und das wurde von Fritz Zwicky gemacht. Er war ein Schweizer Astronom, der die Geschwindigkeit von Galaxien in Galaxieclustern untersucht hat. Ein Galaxiecluster ist ein sehr großes, sehr ein riesiges Objekt. Es ist sind individuelle Galaxien, die durch Gravitation zusammengehalten werden. Und was er gemacht hat, ist, die Galaxien bewegen sich um sich herum und er hat die Geschwindigkeiten gemessen. Und was er gefunden hat, war sehr merkwürdig. Die Galaxien haben sich mit so hohen Geschwindigkeiten bewegt, dass es unmöglich ist, unmöglich zu sein scheint, dass sie zusammengehalten werden, weil das gravitative Potenzial gar nicht so groß sein können. Also wir beobachten die Helligkeit des Objektes, wir wussten, wie viele Sterne da drin sein sollten, und jetzt bewegen sie sich mit dieser Geschwindigkeit. Fritz Zwicky hat das zusammengefasst, indem er gesagt hat, dass die Galaxienhaufen viel, viel größer, viel, viel schwerer sein müssen, als wir glauben. Und er hat als erstes diesen Begriff Darke Materie eingeführt. Und er glaubte, dass das irgendwelches Gas oder irgendwelche Steine sind, die wir nicht sehen können, weil sie nicht leuchten. Und später wurde eine detailliertere Analyse von Vera Rubin gemacht mit demselben Prinzip, aber sie hat die Geschwindigkeit von Sternen innerhalb von Galaxien gemessen. Wir haben eine Galaxie, darin sind Sterne, und wir messen die Geschwindigkeit der Sterne, mit der sie sich um das Zentrum der Galaxie bewerben. Und damit hat sie diesen Graph gemessen. Man sieht auf der X-Achse die Distanz vom Zentrum und auf der Y-Achse die Rotationsgeschwindigkeit. Die weiße Kurve ist die gemessene, und die steigt am Anfang an und wird dann flach. Und von der Masse, die wir beobachten können in diesen Galaxien, würden wir annehmen, dass, um diese Galaxien zusammenzuhalten, die Geschwindigkeit viel, viel langsamer, viel, viel niedriger sein sollte. Und zu dieser Zeit, es war zu dieser Zeit schon möglich, den Staub oder das Gas in den Galaxien zu messen. Also die beiden Komponenten konnten es schon mal nicht sein, diese Diskrepanz zu erklären. Also wir sehen wieder, dass mehr Masse da sein muss, als wir erwarten. Also die Hinweise, dass so etwas wie Darke Materie existiert, wurde immer häufiger und häufiger. Okay, lasst uns also zurückgehen zu unserem Sicht auf das Universum, wie das Universum funktioniert. Wir gehen wieder zurück zu Edwin Hubble, den wir schon kennen. Und was er gemessen hat, ist, er hat auf die Galaxien in unserer Umgebung geguckt und wollte wissen, mit welcher Geschwindigkeit unsere uns umgebenden Galaxien sich relativ zu uns bewegen. Und was er gefunden hat, ist das jetzt sogenannte Hubble-Gesetz. Je weiter die Galaxie entfernt ist, desto schneller ist sie. Und das heißt, die Galaxien fliehen vor uns, und das ist eine lineare Beziehung. Und was heißt das? Heute wissen wir, dass das Universum sich ausdehnt. Wir nennen das Hubble-Ausdehnung.
Und Hubble wäre darüber sehr, sehr unglücklich, dass es nach ihm benannt wurde, weil er nie geglaubt hatte, dass der Raum an sich sich ausdehnt. Aber okay, berühmt, aber vielleicht nicht gewollt. Was heißt es also, dass das Universum sich entfernt? Heißt es, dass wir sind im Zentrum des Universums und alles um uns herum entfernt sich? Nein, das Universum entfernt sich in jedem Punkt. Lass uns annehmen, wir sind im Punkt A und wir beobachten eine Galaxie im Punkt B und die entfernt sich von uns. Wenn wir zu Galaxie B gehen, was würde jemand in Galaxie B sehen? Personen in Galaxie B würde auch sehen, dass Personen Galaxie A sich entfernt, aber alle anderen Personen an allen anderen Punkten auch. Das heißt, das Universum entfernt sich von jedem Punkt. Es gibt kein Zentrum, von dem es sich entfernt ist. Es entfernt sich von jedem Punkt gleichzeitig. Und der Erste, der das formal aufgeschrieben hat, diese Beobachtung, ist Alexander Friedmann, der die Gleichung gefunden hat, die diese spezifische Bewegung des Universums beschreiben. Er hat gesagt, das Universum muss homogen und isotrop sein, was heißt, dass es überall und in alle Richtungen gleich aussieht. Egal in welche Richtung wir im Universum gucken, ist halt überall gleich aus. Warum sollte es in einem anderen Punkt anders aussehen? Aber es ändert sich mit der Zeit, es expandiert. Was das heißt, dass wenn wir eine große Raumfläche nehmen und wenn wir in der Zeit zurückgehen, dann würde diese Fläche kleiner und kleiner und kleiner werden und dadurch die Materie in diesem Raum wird immer kleiner und wird immer dichter und dichter und immer heißer und heißer. Und wenn wir dann immer weiter in der Zeit zurückgehen bis zu einem Punkt, wo die Temperaturen und Dichten so groß sind, dass das Universum ironisiert, ionisiert wird, was heißt, dass die Atome die Elektronen nicht mehr in sich halten würden und auch die Atomkerne nicht mehr halten würden, sondern dass die Elektronen und die Atomkerne frei herumfliegen würden, ohne aneinander gebunden zu sein, was ich hier auf der linken Seite skizziert habe. Aber wenn wir so in einem so heißen, dichten Plasma sind, was passiert mit dem Licht? Licht sind diese gelben Kurven da und Licht interagiert mit den geladenen Elektronen. Also stellt euch vor, ihr seid in diesem heißen Plasma, also wird man irgendwie gekocht, aber man kann nichts sehen, weil das Licht überall gestreut wird und es nicht in eine Richtung gerichtet ist. Aber wenn das Universum expandiert, wir gehen jetzt vorwärts in Time, das Universum wird kühler, die Atomkerne fangen die Elektronen an und das Universum wird transparent und in diesem Moment sind auf einmal eine riesige Menge von Photonen freigelassen worden. Und das Coole ist, dass wir ein Bild davon haben, von diesem Zeitpunkt. Das ist eine der berühmtesten Bilder der Kosmologie, die wir je gesehen haben. Das ist dieses Bild. Dank diesen zwei Leuten können wir dieses Bild. Penzias und Wilson, sie haben eine Radioantenne gebaut und wollten eigentlich etwas ganz anderes messen. Und sie hatten dann immer so ein Hintergrundrauschen in der Antenne. Sie wollten das eigentlich loswerden, haben die Antenne gereinigt, haben... Ja, sie dachten, die Tauben haben wohl darauf geschissen, aber es war nicht das. Und ja, dann gingen sie mal zu den Physikern und haben das Problem ihnen quasi geschildert. Und die sagten ihnen, was ihr da seht, ist das erste Licht des Universums. Später haben sie dafür einen Nobelpreis gekriegt und die Physiker haben ein neues Spielzeug gekriegt, weil sobald man mal eine neue Messung hat, dann, ja, die Physiker wollten dann halt wissen, ja, war das wirklich so homogen, wie das aussieht? Und sie haben Berechnungen gemacht und noch mehr Berechnungen. Heutzutage sehen wir Strukturen im Universum, also es könnte zuerst auch schon so gewesen sein.
Ja, sehen wir noch etwas von diesen Anfangsstrukturen des Universums in diesem Strahlungsfeld, das man da messen kann. Und sie haben weitere Berechnungen gemacht, wie viel Materie gibt es im Universum und so weiter. Und dann haben sie abgeschätzt, dass die Fluktuationen in diesem Strahlungsfeld dass es in der Größenordnung von 100 Kelvin sein muss. Das ist nicht viel. Und sie haben gemessen und nichts gefunden. Was war falsch? Haben sie einen Fehler gemacht? In den 90ern hat ein Satellit zum ersten Mal die Fluktuationen von diesem Strahlungsfeld gemessen. Und man hat dann gesehen, dass die Amplitude sehr viel kleiner war, als man das erwartet hätte. Es war ein Hunderttausendstel Kelvin. Und der einzige Grund, warum dass diese Fluktuationen so klein sind, ist, weil viel Materie von damals, also aus der Zeit, aus der diese Strahlung stammt, nie mit Licht interagiert hat. Hier haben wir also den Beweis, dass dunkle Materie wirklich tatsächlich unsichtbar ist und auch sein muss. Wir werden nie ein Bild dafür machen können. Wir werden das nie direkt finden können. Es gibt Materie im Universum, die ist einfach komplett anders. Die wird nie Photonen emittieren können. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung haben wir noch genauer gemessen vom Planck-Satelliten. Das dient als Basis für die großen Strukturen, die man heute sieht. Und wenn euch das genauer interessiert, dann schaut euch den Talk im Media, den Stream zum Beispiel an von dem erwähnten Talk auf der Slide. Was wissen wir jetzt über unser eigenes Universum? Wir wollten das ja reverse-engineeren, rekonstruieren quasi. Ganz am Anfang war der große Urknall. Das heißt, irgendwo muss es einen Nullpunkt geben, diesen Urknall. Und wir denken, es gab eine sehr, 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 sehr kurze Zeit, die nennt man Inflation, wo dann sich das Universum extrem stark ausgedehnt hat. Und etwa nach 400 Millionen Jahren wird diese Hintergrundstrahlung, die ich erwähnt habe, ausgestrahlt. Und dazwischen gibt es einen dunklen Zeitpunkt. Später, nach diesen 4 Millionen Jahren, haben sich dann die Galaxien, Planeten und so weiter gebildet. Und später hat eine neue Epoche gestartet. Man nennt diese die beschleunigte Expansion des Universums. Wisst ihr noch diesen Faktor, diesen Lambda-Faktor, den ich anfangs erwähnt habe? Heutzutage sieht man, dass der nicht da ist, um es statisch zu machen, aber der Effekt dieser Konstante ist, dass das Universum sich heutzutage ausdehnt. Also Einstein hat quasi die dunkle Energie erfunden, ohne es zu wissen. Und heute wissen wir also, es gibt etwas in unserem Universum, das macht, dass sich das Universum weiter und weiter ausdehnt. Normale Materie tut das nicht. Die zieht sich zusammen. Und diese dunkle, unbekannte Materie dehnt sich aus. Was sind denn die Zutaten für ein Universum? Es gibt viele Neutrinos, Photonen und die Rolle von denen wurde aber je länger, je weniger wichtig. Und heutzutage wissen wir, dass die Dichte, die Energiedichte von Atomen nur etwa 5% des Universums ausmacht. 27% ist dunkle Materie. Und der größte Teil der Energie in unserem Universum ist dunkle Energie. Was wissen wir denn über diese dunkle Energie? Sie ist da. Das Universum dehnt sich schneller aus, beschleunigt sich. Andere Materien
Formen können dafür nicht verantwortlich sein. Also es muss ja etwas geben, was diese beschleunigte Expansion verursacht. Wir wissen, dass die Energieverteilung sehr homogen ist. Es gibt nicht so Strukturen, wie das Materie macht. Es kann zeitkonstant sein. Wir haben im Moment keinen Hinweis darauf, dass sich die Energiedichte ändern würde im Verlauf der Zeit. So, vielleicht ist diese, ja, also Physiker denken natürlich nicht, ja, wir haben jetzt diese galaktische Konstante, also ist es konstant, sondern das wird halt immer weiter erforscht. Und man, ja, das wird man in den, sagen wir, nächsten Jahren wahrscheinlich erforschen, ob diese dunkle Energie sich mit der Zeit ändert oder nicht. Und alles andere ist im Moment einfach Spekulation. Es gibt viele Modelle, aber nichts, was man sagen kann. Das ist wirklich bekanntes Wissen. Gehen wir jetzt darum zurück zur dunklen Materie. Da wissen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber. Ist das normale Materie? Normale Materie. Ich nehme an, ihr wisst, wie so ein Atom aussieht. Es gibt einen Atomkern, da drin, es gibt Elektronen. Und die Quantenphysiker sind heute nicht da. Aber ja. Im Kern dieses Atoms gibt es Protonen und Neutronen. Und jedes Proton und Neutron ist wiederum besteht aus Quarks. Soweit wir das heute wissen. Wir wissen, es gibt 6 verschiedene Arten von Quarks. Up, Charm, Top, Down, ja, die Namen übersetze ich jetzt nicht alle, die eigenen Namen von denen. Und Protonen und Neutronen sind von Up und Down und die anderen sind viel schwerer und nicht stabil, aber man konnte die am LHC oder anderen Teilchenbeschleunigern nachweisen. Elektronen gibt es Myon, Tauen und für jedes Elektron gibt es ein Neutrino. Das ist normale Standardmaterie quasi. Wir wissen, dies ist nicht dunkle Materie. Also können wir das streichen. Immerhin etwas, das wir wissen. Aber ja, wir wissen jetzt, was es nicht ist. Was könnte es denn sein? In welche früheren schwarzen Löcher? Ich habe euch gesagt, wenn die kosmische Hintergrundstrahlung gestartet wurde, gab es dunkle Materie, welche nicht mit Photonen interagieren kann. Also es ist etwas, das Photonen nicht emittieren kann, sondern zum Beispiel aufnehmen. Vielleicht sind es schwarze Löcher, weil die verhalten sich gleich. Die nehmen Photonen nur auf und emittieren keine. Und darum könnte es möglich sein, dass dunkle Materie quasi eine Art von alten schwarzen Löchern ist. Weil schwarze Löcher müssen entstanden sein, bevor sich Atome entstanden haben. Okay, und es kann nur sehr wenig Masse auf diese primordialen schwarzen Löcher verteilt sein. Also diese primordialen schwarzen Löcher sind zwar nicht ausgeschlossen, aber es sind nicht die wahrscheinlichsten. Vielleicht ist unser Teilchenmodell einfach nicht vollständig. Vielleicht gibt es Teilchen, die nicht im Standardmodell sind. Deswegen nennen wir das Beyond the Standard Model, also über das Standardmodell hinausgehend. Also vielleicht sind es Teilchen, wie wir sie kennen, aber anders. Wie könnten wir sie messen? Es gibt eine bestimmte Art, ein bestimmtes Modell von dunkle Energieteilchen, die heißen Weakly Interacting Massive Particles, also schwach interagierende massive Teilchen, WIMP abgekürzt. Die könnten mit Atomkern streuen. Und diese Streuung könnte man in Detektoren messen. Und das ist, was man heute misst, heute macht. Also
Leute suchen nach diesen Teilchen, nach diesen dunklen Materieteilchen, die so anders sind von allem, ganz anders sind von allem, was wir bis jetzt kennen, aber vielleicht mit der normalen Materie interagieren. Und das ist das, was wir der aktuelle Zeitpunkt, Standpunkt unserer Experimente. What mass does it have? Wir haben welche. Was wir sehen ist, welche Masse hat es und wie wahrscheinlich ist es, dass es mit unseren normalen Teilchen, unseren Standardteilchen interagiert. Also erstens annehmen, dass unser ganzes Universum mit irgendwelchen dunklen Materienteilchen oder WIMPs gefüllt ist. Wir wissen die Dichte des unseres Universums, die Dichte und die Anzahl ist geringer, wenn die Masse höher ist. Also das ist eine Sache, die wir wissen wollen, die Masse, und das andere ist die Größe und also die Wahrscheinlichkeit, dass sie interagieren. Und das ist, was die Experimente, die wir hier sehen, gemessen haben. Die wollen das angenommen, wir haben eine gegebene Masse, weil wir nicht wissen, welche Masse es gibt. Es gibt eine ganze große Anzahl von Modellen und angenommen eines bestimmten Wirkungsquerschnitts oder Streuquerschnitts, könnten wir dieses Teilchen detektieren. Und die durchgehenden Linien hier sind Experimente, die laufen. Das heißt, wenn die Masse über dieser Linie sein würde, könnten wir sie beobachten. Wenn sie unten drunter ist, wäre die Interaktionswahrscheinlichkeit klein und wir könnten sie nicht beobachten. Die gestrichelten Linien sind Experimente, die im Moment aufgebaut werden. Was man hier sieht, die orangenen, hervorgehobenen Regionen sind in der unteren Region sind sehr, sehr kleine Teilchen. Wenn die WIMPs sehr, sehr klein wären, dann könnten wir sie nicht von Neutrinos unterscheiden. Und in dieser Region wären wir blind, könnten es nicht erkennen, nicht messen. Und diese rote Fläche da sind von bereits laufenden Experimenten so gut wie ausgeschlossen. Es gibt gewisse Signale, über die zurzeit diskutiert wird, wo es nicht ganz klar ist, ob diese Experimente tatsächlich etwas gesehen haben oder ob das Signale von anderen Quellen waren. Und die gestrichelten Linien sind Experimente, die geplant werden oder gerade gebaut werden. Und die blau-grün-gelbe Linie ist eine der am meisten vorangeschrittenen Experimente, die sehr, sehr weit bis in den Neutrino-Hintergrund hineingehen würde. Wenn diese Experimente mal laufen werden, dann könnten wir eventuell, und wenn wir es messen könnten, dann könnte dieses Experiment es eventuell sehen. Alles, was wir bisher gemessen haben, sieht sehr, sehr schlecht aus. Wir haben nichts gefunden. Okay, das ist was wäre, wenn die WIMPs mit der normalen Materie interagieren würde. Aber vielleicht gibt es eine andere Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit, vielleicht interagieren sie nicht mit der normalen Materie, aber miteinander. Das heißt, man hat zwei dunkle Materieteilchen, wie man hier sieht, und die interagieren. Und wir sagen, dass sie sich vielleicht auslöschen, weil sie verschwinden. Und dann zu irgendwas anderem werden. Und dann gibt es Modelle, die sagen, okay, wir haben dieses Modell, wir haben dieses Modell. Und dann müssen da am Ende Photonen und Neutrinos produziert werden. Und dieser Beweis durch indirekte Messung, das könnte möglicherweise beobachtet werden von uns. Das Problem mit der indirekten Messung ist, dass die Photonen und Neutrinos, die produziert werden, nicht notwendigerweise sehr besonders oder einzigartig sind. Was man machen muss, ist, dass man den ganzen Himmel beobachten muss für alle Strahlungen, alle Photonen, alle Neutrinos müssen gemessen werden, muss von allen wissen, wo sie herkommen. Das heißt, dass nur wenn man nicht weiß, was die Quelle eines Photons ist, heißt das noch lange nicht, dass dunkle Materie die Quelle ist. Das könnte auch was komplett anderes sein.
Also all die Quellen zu identifizieren und zu benennen, alles zu klassifizieren, was wir messen, ist eine sehr, sehr große Anstrengung. Und ich wollte hier zwei Vorträge von Jos Meginders am ersten Tag, Going Deep Underground to Watch the Stars und Kosmische Teilchenbeschleuniger und ihre Spuren in der Antarktis von Anis am Tag 3 erwähnen. Da sieht man, wie diese Teilchen gemessen werden könnten, wie sie identifiziert werden könnten und wie wir vorangehen könnten. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Problem. Okay, unbekannte Teilchen vielleicht. Wir werden sehen, was da passiert. Aber wir sind schon relativ weit. Okay, wir könnten vielleicht eine ganz andere Richtung angucken, was dunkle Materie ist. Vielleicht sind es keine Teilchen. Vielleicht werden wir nie ein Teilchen sehen, was nicht in das Standardmodell gehört und für diese dunkle Materie verantwortlich ist. Vielleicht ist unsere Theorie der Gravitation einfach falsch. Vielleicht ist auf sehr großen Skalen, auf den Skalen von Galaxienhaufen Gravitation, vielleicht funktioniert die auf diesen Skalen einfach anders, als wir glauben. Vielleicht hatte Einstein einfach nicht recht. Um diese Hypothese zu testen, werde ich einen weiteren physikalischen Effekt einführen, den Gravitationslinseneffekt. Ich habe euch gesagt, dass Materie oder Energie die Gestalt der Raumzeit verändert. Was heißt, dass wenn man ein sehr großes, sehr massives Objekt hat, dieses Objekt wird die Raumzeit so verziehen, so krümmen, dass wenn man hier ein massives Objekt hat und von hinten Licht dagegen strahlt, das Licht drumherum um dieses massive Objekt gebogen werden oder geleitet werden. Und das ist, was man hier sieht. Man sieht eine Fotografie des Galaxienhaufens Abel 2218. Und diese Bögen, die man sieht, sind keine Fehler des Fotos oder der Linse, die kommen daher, dass das Licht im Galaxienhaufen gebogen wird. Das heißt, diese Bögen, die man hier sieht, sind Galaxien hinter dem Galaxienhaufen und das Licht dieser ist um den Galaxienhaufen herum gebogen und dann sieht man diese Bögen da. Und durch Analyse der Form dieser Bögen können wir die Masse des Galaxienhaufens bestimmen. Das heißt, wir haben eine andere Methode, die Masse des Galaxienhaufens zu bestimmen, unabhängig oder anders als zusätzlich zu der Geschwindigkeit. Ihr erinnert euch an die Geschwindigkeiten und wie wir daraus die Masse berechnet haben. Und jetzt haben wir noch diesen Gravitationslinseneffekt, aus dem wir die Masse des Galaxienhaufens bestimmen können. Und lasst uns angucken, was wir dann finden. Das wurde auf dieses Bullet Cluster angewendet. Das ist ein sehr, sehr massives, sehr, sehr massiver Haufen. Und diese Linien sind Linien konstanter Gravitation sozusagen. Und man sieht, dass es zwei Gravitationszentren gibt. Was heißt, dass dieses Bullet Cluster zwei Komponenten hat? Vielleicht waren es zuerst zwei Haufen und die sind dann zusammengekommen. Und dann sehen wir jetzt diese zwei Gravitationszentren. Und für den Fall, dass Gravitation auf großen Skalen anders arbeitet, anders funktioniert, würden wir erwarten, dass alle leuchtende Masse, also alle Masse, die wir kennen, Atome, Gase, würden auch da sein, weil nur die Stärke sich verändert. Also wir können auf das Gas in diesem Galaxienhaufen auch mit einer anderen Technik gucken, nicht nur indem wir die Masse messen, sondern das Gas, was diesen Haufen füllt, die Masse davon, von diesem Gas, ist viel, viel größer als die Masse des Galaxienhaufens. Also das ist wirklich der Hauptkomponente der
der Masse des Haufens und die ist sehr, sehr heiß und emittiert Röntgenstrahlung. Was heißt, wir können dieses Gas auf der messen oder beobachten, indem wir Röntgenstrahlen beobachten. Also die Masse messen wir mit Gravitationslinseneffekt. Wir messen die Röntgenstrahlen und dadurch damit sehen wir das Gas. Und wir sehen, dass das Gas nicht da ist, wo das Zentrum der Gravitation, die Zentren der Gravitation sind. Wir sehen diese hellen Regionen, diese Regionen, wo dichteres, wo mehr Gas ist, wo es heißer ist. Und das ist nicht da, wo die Zentren sind, was bedeutet, dass die Gravitation des Gases nicht nur auf anderen Skalen skaliert ist, sondern es gibt auch andere Arten von Gas, andere Arten von Masse. Einmal dieses heiße Gas, was man im Zentrum sieht, also in der Mitte sieht, und dann weiter außen muss diese dunkle Materie sein. Und der Grund, warum das Gas und die Materie delokalisiert sind, also nicht an derselben Stelle sind, ist, dass wir zwei Haufen haben, die sich durcheinander bewegen. Das Gas hat den Druck geführt, hat sich aufgeheizt und man sieht diese Flügel in die Mitte. Einmal es fließt durcheinander, es ist aufgeheizt und ist langsamer geworden, aber dadurch, dass die dunkle Materie nicht damit interagiert, ist es einfach sind die dunkle Materien einfach hindurchgegangen, ohne irgendwie durch irgendwelche Interaktionen, irgendeine Beeinflussung. Und das hat sehr viele Modelle getötet oder ungültig gemacht, das angenommen hat, dass es etwas mit der Skala zu tun hat. Also eventuell Modifikationen der Gravitation. Es gibt immer noch Modelle, die andere Gravitationstheorien, die Gravitation erklären. Andere, also Alternativen zu der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber eine Observation, also eine Beobachtung hat auch sehr viele dieser Modelle obsolet gemacht. Diese Neutronensternbeobachtung. Wir haben diese Gravitationswellenbeobachter. Wir haben einen Neutronenstern beobachtet. Habt ihr vielleicht gehört, und das war eine sehr wichtige Beobachtung in Astronomie, weil der Neutronenstern via Neutrinos, via Gravitationswellen und via üblicher Beobachtungsmethoden genutzt wurden, also viele Variablen, die hier verwendet wurden. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Quelle der Gravitationswellen, die uns erreicht haben, dasselbe war wie vom Zentrum des Neutronen, des Merchants, des Zusammenkommens des Neutronensterns waren. Und das hat auch viele Modelle ungültig gemacht. Wir wissen jetzt, dass die Lichtgeschwindigkeit dieselbe ist wie die Geschwindigkeit der Gravitation. Das hat auch unser Wissen verbessert über die Gravitation selber. Das ist ein weiterer Grund, also eine weitere Tatsache, welche für die allgemeine Relativität spricht. Das sind die gebräuchlichsten Modelle oder Ideen, die wir haben, was dunkle Materie ist oder sein könnte. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es etwas komplett anderes. Aber dies ist sehr schwierig zu detektieren, ist etwas, das wir nicht wissen können. Was möchte ich, dass ihr mit nach Hause nehmt von diesem Vortrag? Wir haben gesehen, wie das Universum oder unsere Sicht auf das Universum sich entwickelt hat, speziell im letzten Jahrhundert. Wir wissen heutzutage, dass nur 5% der Energie uns wirklich bekannt ist. Die Atome, die Gase, die Via Salva. Es ist nur 5% der Energie quasi der Dinge in unserem Universum. Den Rest werden wir wahrscheinlich oder ziemlich sicher nie sehen. 27% muss etwas sein wie dunkle Materie. Und
das können wir im Moment mit verschiedenen Modellen, also auch mit verschiedenen Modellen, nicht erklären. Vielleicht ist es ein Partikel, ein Teilchen, wir wissen es nicht. Und die größte Menge an Energie ist dieses seltsame Ding namens dunkle Energie. Das, was macht, dass unser Universum sich schneller ausdehnt. Und wir haben ja wahrscheinlich wird das Universum sich so weit ausdehnen, dass das Universum immer kälter und kälter wird und das Ende des Universums wird wahrscheinlich der kalte Tod sein. Vielleicht wird es irgendwann unendlich groß. Vielleicht gibt es etwas anderes, das wir noch nicht sehen jetzt. Wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, diese drei Komponenten sind die wichtigsten Komponenten. Und 95% sind wörtlich im Dunkeln. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Wir haben etwas Zeit übrig für Fragen und Antworten. Gibt es Fragen aus dem Internet? Wenn ihr Fragen hier habt, dann steht auf, geht zu dem Mikrofon und zuerst, also wir fangen an mit Fragen aus dem Internet. Signalengel, bitte. Was hältst du von der Theorie von höheren Dimensionen? Stringtheorie, P-Brain, etc.? Ja, also Stringtheorie hat eine sehr schwierige, es tut sich sehr schwer damit, Vorhersagen zu machen, die tatsächlich überprüfbar sind. Und ich denke, dass das, also zumindest für mich, ist das eine der wichtigsten Dinge, die mich an eine Theorie glauben lassen, weil es ist sehr wichtig, diese Theorien zu entwickeln, weil wir viel von ihnen lernen. Aber zumindest im Moment glaube ich nicht, dass sie für uns viel Relevanz haben. Und die nächste Frage. Gab es Forschung über die Effekte von Inhomogenitäten, zum Beispiel die Big Voice, das man beobachten konnte? Welcher Effekt? Wo bist du? Das war eine Frage vom Internet, aus dem Internet. Okay. Könntest du bitte wiederholen? Gab es Forschung über Effekte von Inhomogenitäten der sich beschleunigenden Ausdehnung? Ja, es gibt Forschung dazu, wie Inhomogenität, im Besonderen diese Löcher oder Leere, dass die Beobachtungen verändern. Und es wurde gezeigt, dass die alleine nicht für die Beobachtung, nicht allein diese können die Beobachtung erklären. Du hast das gezeigt, des Baby-Universums gezeigt. Das war ganz süß, danke. Warum ist es elliptisch? Ja, gute Frage. Habe ich nicht erwähnt, habe ich vergessen. Es ist eine ganze Weltanschauung. Das ist wie eine Karte der Erde, aber nach oben projiziert. Also man hat von der, wenn man sich die Karte der Erde anguckt, hat man auch so eine und das ist also sozusagen die ganze Karte des Universums. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich denkst du, ist es, dass es einfach Fehler in den Messungen gibt? Zum Beispiel, also wie sicher ist es, dass alle Messungen bis jetzt richtig sind? Also die Messungen, zum Beispiel die Rotation der Galaxien und so weiter. Ja, heutzutage in kosmologischen Konferenzen wird sehr oft der Term Hochpräzisionsmessung, Hochpräzisionskosmologie verwendet. Die Messungen, die wir machen, sind sehr, sehr genau. Mikrofon 3. Du hast gesagt, dass es
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage ist, es gibt, ich hatte erwähnt, dass es neue Beobachtungen gibt. Ja, es gibt dieses Experiment und bis zu einem gewissen Punkt wird dieses Experiment uns sagen, ob wir zeitliche Veränderungen haben in der dunklen Energie. Wenn es sehr schwach ist, werden wir es natürlich nicht sehen, aber wir werden es in nächster Zeit, werden wir mehr wissen. Hallo. Du hast gesagt, dass Energiefluktuation gemessen wurde in dieser Hintergrundstrahlung und dass das viel kleiner war, als man das erwartet hatte. Es war etwa ein Tausendstel kleiner. Warum war denn das so ein großer Faktor? Warum war das so viel kleiner als erwartet? Ja, also der Grund ist, dass wir nur ein Fünftel der Materie, das möglicherweise für die Fluktuation verantwortlich ist, tatsächlich direkt mit den Photonen interagiert. Was heißt, dass die Fluktuation, die wir in dem Strahlungshintergrund sehen, den Fluktuation der Materie folgt, aber nur der Fluktuation der Materie, mit denen es interagiert. Und wenn es nur mit einem Teil der Materie interagiert, dann ist die Verstärkung sehr viel kleiner, als wenn es mit jeder Materie interagieren würde. Danke für den Vortrag. Es war sehr interessant. Der Bullet Cluster. Also es scheint, als ob die große dass die indirekte Methode erwähnt, wie ist das? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie interagieren, ist sehr, sehr klein. Also wir würden es nicht erkennen, nicht sehen. Also wenn wir diese Ereignisse hätten, wenn diese Haufen durcheinander sich bewegen, es gibt einfach so wenige, dass wir es nur sehr selten sehen. Und wir müssen also tatsächlich individuelle Ereignisse messen und dann die Neutrinos und die Photonen und also nur sehr, sehr seltene Ereignisse. Ansonsten würden wir es natürlich sehen, wenn wir sehr stark interagierende, selbst interagierende dunkle Materie hätten, würden wir es natürlich sehen. Mikrofon 5. Hallo. Dankeschön. Ich frage für einen Kollegen. Er hat eine Theorie von großen ursprünglichen Photonen, welche von Gravitation gehalten werden. Hast du davon gehört? Könnten Sie es wiederholen? Also am Anfang des Universums sollen eine Art von ursprünglichen Photonen generiert worden sein, die aber von der Gravitation wieder eingefangen wurden. Ich schätze, ich habe davon nichts gehört. Vielleicht kannst du später vorbeikommen und wir können darüber reden. Man findet die Talks auf Quora.com, aber ja. Mikrofon Nummer 1, bitte. Du hast uns die Folie gezeigt mit den Experimenten. Ins Mikrofon bitte. Wie lange ist es denn, bevor das WIMP-Detektionsexperiment effektiv WIMPs detektieren kann? Und wenn wir diese nicht detektieren können, was wäre denn das Experiment, das du machen würdest? Also die Frage, wann wir... Wir haben das schon entschieden. Ich habe euch die Experimente gezeigt, die zurzeit in Planung sind. Das sind sehr viele politische und technische Entscheidungen. Und ich weiß deswegen nicht, wann sie anfangen. Wir versuchen, also ich mache diese Experimente nicht, aber was versucht wird, ist den Bereich, der gemessen wird, in alle Richtungen zu vergrößern. Wenn wir nicht in der Lage sind,
diese Art von Teilchen zu messen, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil wir wissen nicht mehr, wonach wir suchen sollen, wenn es ein Teilchen ist. Vielleicht hat es eine exotische Interaktion, dann müssen wir tiefer und tiefer und mit höherer Genauigkeit gucken. Und dann, was wir zurzeit machen, ist uns sehr stark Strukturbildung anzugucken, weil je nachdem, welches Modell wir haben, könnten die Strukturen, die entstehen, etwas unterschiedlich sein und die kleinen Details sich unterscheiden. Und dann können wir uns angucken, wie, wenn man ein Modell annimmt, was unterscheidet sich zwischen den Modellen und können wir das beobachten. Mikrofon Nummer 3, bitte. Dankeschön. Ich habe eine Frage über diese dunkle Energie und die schnell werdende Ausdehnung. Wir haben Galaxien beobachtet, die sehr weit weg sind. Also je weiter weg sie sind, desto älter sind sie. Und wir nehmen an, dass wir in jeder Galaxie ein supermassives schwarzes Loch haben. Und schwarze Löcher, wir wissen nichts über die. Und also einer der Effekte, ja, da ist, dass sie halt sogar Licht schlucken. Vielleicht ist die, also was ist die Frage? Ich versuch's, ist etwas lange. Also was wir sehen ist und was wir interpretieren als eventuell dunkle Energie, was ist denn, wenn das jetzt eine Missinterpretation wäre und das einfach ein Effekt wäre der Massen und dass diese Massen einfach Licht haben und dass es keine Beschleunigung gäbe und dass das, was wir als Doppler-Effekt interpretieren, wenn das ein Effekt der Masse auf das Licht wäre. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ausgeschlossen wird von den Beobachtungen, die wir machen, weil unsere kosmologischen Modelle, die wir entwickelt haben, würde diesen Effekt in Betracht nehmen, wenn es wichtig wäre oder wenn es zu der Schlussfolgerung führen würde, dass es Beschleunigung gibt. Also das können wir ausschließen. Nummer 4. Entschuldigung für den Unterbruch. Man sagt ihm, also es heißt immer, dass sich das Universum expandiert. Das heißt für mich ja auch, dass mehr Raum generiert wird. Könnte das denn auch heißen, dass die dunkle Materie und Energie genutzt wird, um das Raum zu erstellen? Das ist mehr oder weniger die Interaktion. Also die Interpretation ist, dass dunkle Materie sowas wie negativen Druck hat, im Gegensatz zu den normalen Teilchen, welche einen positiven Druck haben. Und dieser negative Druck führt zu der Ausdehnung. Also negative Energie ist verantwortlich für die Ausdehnung. Wenn könnte es auch sein, dass wir einfach die Grenzen unserer physikalischen Modelle erkennen und dadurch diese Fragen nicht beantworten können, dass es zum Beispiel ein ganz anderes physikalisches oder mathematisches Modell gäbe, welche benötigt würden, um diese Fragen zu beantworten? Also Modelle sind Modelle, weil sie nur Untermengen von dem sind, was wir beschreiben. Sonst würden sie Realität genannt werden. Also das Modell ist nie vollständig. Die Frage ist, wann widerspricht ein Modell etwas anderem? Widerlegt das Standardmodell die Tatsache, dass es andere Teilchen geben könnte? Ich habe ein Problem damit zu sagen, dass es dem widerspricht. Wir wissen, dass es nicht, noch nicht komplett ist, weil es gibt Sachen, die wir beobachten, die wir nicht erklären können. Also es ist auf jeden Fall nicht komplett. Und was jetzt also wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlicher ist, hängt sehr von dem Blickwinkel ab. Ich muss eine Annahme, die wir gemacht haben, nochmal erwähnen. Diese Homogenität nicht mehr anzunehmen, dass das Universum homogen ist, ist das
wahrscheinlicher oder besser anzunehmen, als dass es keine anderen Teilchen gibt. Es ist sehr schwierig zu entscheiden, welche dieser beiden Sachen eine wahrscheinlichere oder bessere Annahme ist. Aber ich würde das nicht Widerspruch nennen und sagen, dass es deswegen alles unvollständig ist. Vielen Dank für Sarah Conrad, und damit verabschieden auch wir uns aus dem Übersetzerkabinett.